Heute für euch der wahre Grund, warum Voldemort Dumbledore so sehr fürchtete. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video geht es um Dumbledore, Voldemort und deren Verbindung zueinander. Sie haben eine ganz besondere Beziehung zueinander, da Dumbledore der Grund für Voldemorts Einfluss und überhaupt seiner Teilnahme an der magischen Welt war. Dumbledore war immer derjenige, der, obwohl kein anderer es schaffte, Tom Riddle alias Voldemort zu durchschauen, es trotzdem irgendwie hinbekam, seinen Plan zu erkennen und eine solide Verteidigung dagegen zu errichten. Selbst wenn die Chancen von Voldemort am Ende viel besser standen, gab Dumbledore nicht auf und leistete immer wieder Widerstand. Es ist kein großes Geheimnis, dass Voldemort Dumbledore fürchtete. Er hat es nie wirklich zugegeben, aber er wusste, dass Dumbledore die Fähigkeiten hatte, ihn in einem Duell zu besiegen. Meiner Meinung nach war dies auch ein Mitgrund, warum Voldemort so dringend seine Unsterblichkeit erlangen wollte. Wenn Voldemort nicht sterben kann, dann kann Dumbledore ihn nicht wirklich besiegen oder töten. In diesem Video geht es jedoch nicht darum, dass der Dunkle Lord seinen ehemaligen Lehrer fürchtete. Es geht darum herauszufinden, was der wahre Grund war, warum Voldemort so eine Angst vor Dumbledore hatte. Viele von uns wissen, dass Dumbledore Tom Riddle aus dem Waisenhaus holte und ihm einen Platz in Hogwarts gab, in der Hoffnung, dass er sich ein besseres Leben aufbauen könnte. Und das, indem er lernt, wie man sicher Magie praktiziert. Doch Toms dunkle Persönlichkeit hatte sich bereits in seiner Zeit im Waisenhaus herauskristallisiert, was sein wahres Ich war. Er entblößte sich dort schnell vor Dumbledore, nachdem er seine gestohlenen Sachen zeigte. Er schimpfte den Jungen aus und warnte ihn, dass Diebstähle in Hogwarts nicht geduldet werden. Das machte Tom zunächst sehr wütend, aber es lehrte ihn auch seine erste und wichtigste Lektion, und diese war, sein wahres Ich nicht in der Öffentlichkeit zu zeigen. Dumbledore betrachtete ihn mit Misstrauen während seiner gesamten Zeit als Schüler, und was noch schlimmer ist, Tom wusste, dass Dumbledore ihm nicht vertraute, und Dumbledore wusste, dass Tom wusste, dass er ihm nicht vertraute. Die Tatsache, dass er Dumbledore nicht täuschen konnte, egal was er auch tat oder wie sehr er sich auch anstrengte, machte ihm sehr zu schaffen. Egal welchen Preis oder welche Auszeichnung er für seine herausragenden Beiträge für die Schule bekam, Albus Dumbledore hatte immer ein Auge auf Tom gerichtet. Es ärgerte Tom sogar, dass Dumbledore der Grund war, warum er überhaupt in Hogwarts war. Tom hat nie wieder seine Geheimnisse verraten, er hat nie jemandem über seine Zeit im Waisenhaus erzählt. Niemand wusste, dass er zwei Kinder in eine gefährliche Höhle gebracht hatte, um ihnen Angst einzujagen. Er hatte die Angewohnheit, wertvolle Gegenstände zu sammeln und stahl diese auch. Niemand wusste davon, außer natürlich Dumbledore. Ich denke, es ist ziemlich klar, dass Tom alles über Dumbledores Leistung gelesen hat, da die beiden oft miteinander verglichen wurden. Und er wusste, dass egal was er tat oder wie mächtig er wurde, Dumbledore Jahrzehnte an Erfahrung hatte, die er nicht hatte. Auch Zaubererfahrung und magisches Wissen. Es gab keinen Zauberspruch, den Dumbledore nicht kannte. Nicht ein Verteidigungsmanöver, das er nicht beherrschte. Er war wahrlich der größte Zauberer seiner Zeit. Also wie könnte Tom ihn jemals übertreffen? Das war seine wahre Angst. Es war nicht wirklich die Angst, von ihm besiegt zu werden, sondern eher die Angst, dass er es nie schaffen würde, auf seine Stufe zu gelangen. Er wird sogar als der größte dunkle Zauberer aller Zeiten aufgeführt, aber nicht als der größte Zauberer aller Zeiten. Deshalb tauchte er so tief in die dunkle Magie, denn trotz Dumbledores Größe war dies ein Gebiet, von dem Voldemort glaubte, dass Albus nur sehr wenig Wissen besaß. Der Hogwarts-Schulleiter Dumbledore war früher in dunklere Machenschaften involviert und hatte zusammen mit Gellert Grindelwald einen Plan, die Zaubererwelt zu übernehmen. Er war ein enger Bekannter von Gellert Grindelwald, der einst den Titel des mächtigsten dunklen Zauberers hatte. Die beiden studierten alle Aspekte der Magie zusammen und Dumbledores Gier nach Macht und Größe war so überwältigend, dass er sich in Hogwarts zurückziehen musste, um dem nicht zu verfallen. So konnte er nicht der Versuchung erliegen, den Weg des Ruhms zu gehen. Albus Dumbledore hatte immer eine geheimnisvolle Seite an sich, die Voldemort weder sehen noch entdecken konnte, egal wie sehr er es auch versuchte. Es war diese blinde Seite, die der dunkle Lord fürchtete. Es gab immer etwas, wo Voldemort nicht mit Dumbledore mithalten konnte oder wo er Dumbledores Ruf nicht gerecht werden konnte. Um es auf den Punkt zu bringen, Voldemort glaubte immer, dass Albus etwas in petto hatte und dass dieses etwas Besondere ihm massiv schaden könnte, wenn die beiden tatsächlich aufeinandertreffen würden. Auf der anderen Seite ist es genau das, was Dumbledore über Voldemort gefühlt hat. Am Ende der 70er Jahre war der Orden des Phönix am Ende, aber sie leisteten immer noch Widerstand und das lag an Dumbledores Widerstandskraft. Er wusste jedoch, dass Voldemort etwas im Ärmel hatte. Voldemort hatte ein riesiges, arrogantes Selbstvertrauen.
Tom ging auf jede Person, jedes Hindernis, jede Situation mit dem aufrichtigen Glauben zu, dass er siegreich sein würde. Die einzige Person, mit der er das nicht tun konnte, war Albus Dumbledore. Ich habe gerade gesagt, dass Dumbledore genauso dasselbe über Voldemort dachte, aber der Unterschied war, dass er tatsächlich wusste, was das Geheimnis des Dunklen Lords war, nachdem Dumbledore mit Harry zusammen entdeckt hatte, dass Voldemort Horcruxe erschaffen hatte. Letztendlich war es das Wissen über Toms Vergangenheit und über seine generellen Machenschaften, das niemand außer Dumbledore hatte, was ihn dazu brachte, Albus zu verachten und zu fürchten. Toms Vergangenheit wurde Dumbledore offenbart, was bedeutet, dass eine Tür zu seiner Schwäche und seiner Vergangenheit und damit zu seiner Zukunft geöffnet wurde. Er litt immer noch unter den Folgen seiner Selbstoffenbarung gegenüber Dumbledore, gleich bei der ersten Begegnung vor all den Jahren. Eine Selbstoffenbarung, von der er sich nicht erholen konnte. Und das war es auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.